Es gibt so eine Rhetorik des Müssens, indem wir sagen, ich muss aber erst mal noch dieses und jenes machen. Und vieles müssen wir tatsächlich tun. Wenn wir uns aber nur noch regiert fühlen und nicht mehr merken, wir können das selbst beeinflussen, dann fehlt uns die Zeit für Andacht, fehlt uns die Zeit für Pause, für Besinnung, auch für den Kontakt mit Gott. Also ich habe einfach großartige geistliche Orte gesehen. Zum anderen war schon ganz großartig einfach die Vielfalt. Ich habe eben wirklich bei kaltem Wetter und Regen auf den Hebriden in Schottland angefangen und bin zum Schluss durch die judäische Wüste gefahren und habe zwischendurch sehr, sehr unterschiedliche Landschaften erlebt. Und diese Vielfalt war einfach großartig. Und das alles mit dem Fahrrad dann am Ende bewältigt zu haben, war toll. Cornelia! Guten Tag! Moin! Na? Na, ich wollte dich noch ein paar Sachen fragen wegen der Taufe. Ja, ich habe mit Wiebke schon telefoniert. Ihr wart ja auch dreimal aufgeregt. Ich sitze hier und trinke Kaffee. Und zwar jede Woche habe ich auch fast hingekriegt, freitags von 9 bis 10 Uhr da zu sein und hier öffentlich meinen Morgenkaffee zu trinken und offen dafür zu sein, dass Leute mittrinken. Nee, ich muss da richtig was sagen. So etwas, dass ich. Ja, erstmal ohne, dass der Zweck vorher schon feststeht, etwas mache, das passiert in meinem Beruf dann doch eher selten. Und deswegen ist es für mich eben in diesem Sinne ein Freiraum, dass ich einfach auch selber hingehe und mich überraschen lasse. Also normalerweise setzt man sich nicht aufs Fahrrad, um im Regen zu radeln, aber dann kam ich zu einer Dorfgemeinde und dann zur nächsten Dorfgemeinde. Und da erwarteten mich Menschen, hatten Kaffee gemacht, Kuchen gebacken. Und man war sofort in einem intensiven Gespräch. Die waren erstaunt, wieso radelt der Bischof durch die Landeskirche? Und wir haben sofort über deren Leben in dieser Gemeinde gesprochen. Also auf jeden Fall ist es ein ganz anderer Raum. Dieser Raum hat sich zu einem echten Freiraum entwickelt. Er bietet natürlich viel mehr Möglichkeiten, durch eben Stühle im Halbkreis oder sogar mal eine Andacht ganz im Kreis feiern. Aber natürlich bieten sich hier auch jetzt andere Veranstaltungen an, Konzerte, die wir in der Vergangenheit auch schon hatten, Lesungen. Aber wir können hier auch Empfänge anbieten. Wir können hier miteinander diesen Gottesraum auch mit echtem sozialem Leben füllen. Wir haben uns eben zu diesem Thema Freiräume überlegt, dass für uns dieser freie Raum eben unsere Welt ist, auf der wir leben, wo wir uns ausleben können. Und dass uns eben wichtig ist, dass wir eben diese Welt schützen müssen, damit wir auch gleichzeitig unsere Freiräume schützen. Und jetzt insgesamt mit 19 Gemeinden planen wir jetzt am 19. April diesen großen Gottesdienst. Und dazu haben wir als Jugendgruppe ein Merkheft, also ein Arbeitsheft, sag ich jetzt mal, erarbeitet, mit Texten, mit Vorschlägen, damit wir überall zum gleichen Zeitpunkt diesen Gottesdienst feiern können. Ich bin hinterher kein anderer Mensch, meine Arbeit ist keine völlig andere, das muss sie auch gar nicht, ich mache meine Arbeit gern, vorher wie hinterher. Trotzdem war es eine großartige Freiraumerfahrung. Ich nehme mit, sei trotzdem offen für Überraschungen, für das, was dir geschenkt wird, wo Gott dir begegnet, in Menschen, in Situationen. Also ich glaube, es wäre ein Riesenvorteil, wenn viele Pastorinnen, Pastoren, Diakone, andere Mitarbeiter, Ehrenamtliche, wenn die guten Ideen, die sie ausprobiert haben, weiter fortführen.